Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Clash of Clans. Heute habe ich mir mal gedacht, dass wir meinen Clan vorstellen werden. Dann würde ich immer sagen, dass wir gleich anfangen. Also ich bin in den Clan Hells Merkels AfD. Ich würde mal sagen, wir fangen bei Master Claims an. Suchen wir mal. Er ist Level 57 und hat ein Alarathaus 8 Trophy Base. Ja. Also, an dieser Base ist schon mal gut, dass die Minenwerfer relativ gut positioniert sind, nur die sind jetzt mir, die sind zu weit außen. Also, die müssen weiter nach innen. Die Luftabwehren sind super. Die Magiertürme sind, naja, bis auf der hier, da würde ich, womit würde ich denn da tauschen? Ist schwer. Ich würde da erstmal mit einem Goldlager tauschen. Das Goldlager ist ja erst auf Level 2 und kann noch nicht mal so viel lagern. Pedo. Ja, das war erstmal die Base von Master Claims. Also, Fazit zu der Base, sie ist in Ordnung. Also, ja, sie ist in Ordnung. Besuchen wir Marienke Raffi 2.0. Besuch. Level 63 und Rathaus Level 9. Ist zu früh hochgegangen, aber er wollte das ja so. Und er hat ja jetzt auch vor, alles auszumaxen. Also, an dieser Base ist schon mal gut. Alle vier Minenwerfer stehen sehr weit mittig und auch im Viereck positioniert. Die Magiertürme sind auch gut, denn die decken hier immer jeweils zwei Lager ab. Und der hier sogar drei. Die Luftabwehren sind auch alle gut positioniert. Naja, was ich dir jetzt nicht empfehlen würde, alle Mauern auf 7 zu machen. Ja, sonst ist die Base eigentlich sehr gut. Ja, die Bogenschützen gradest du ja irgendwann ab. Ich weiß ja nicht, was du gerade machst. Ja, sonst. Klarenburg steht weit mittig. Das dunkle Elixierlager ist gut geschützt. Ist eine gute Base. Nein, da wollte ich nicht drauf. Clan. Erzruhe, besuchen wir mal Timotheus. Okay, Level 55 und hat eine Rathaus Level 8 Trophy Base. Ja, was kann man zu dieser Base sagen? Diese Magiertürme stehen relativ gut, aber der hier, der ist echt beschissen positioniert. Ich glaube, da würde ich mit der Luftabwehr tauschen. Die Minenwerfer, die stehen gut, aber meiner Meinung nach zu weit außen. Ja, was kann man noch zu dieser Base sagen? Eigentlich nichts Besonderes mehr. Gradet doch gerade hier seine Luftabwehr auf 4 ab. Ja, das war's dann auch, ne? Also ich würde euch empfehlen, das Rathaus wirklich rauszustellen. Denn die meisten interessieren sich dann nicht für eure Ressourcen, sondern nur für das Rathaus. Und wenn die euer Rathaus dann zerstören, dann bekommt ihr ein 12-Stunden-Schild und dann müsst ihr euch um nichts mehr kümmern in den 12 Stunden. Okay, besuchen wir jetzt der MB Master. So, Rathaus Level 7 Trophy Base mit Level 58. Ja, ist mal nice, ne? Die Minenwerfer stehen super. Die Magiertürme. Gibt es auf dem Level nur zwei? Ja, ich glaube schon. Die stehen auch sehr gut. Und die Luftabwehren stehen auch richtig geil. Nur halt, das Problem ist, dass die Klarenburg etwas weit außen steht. Aber das ist ja kein Problem. Wenn man nichts drin hat, also von daher. Aber sonst sieht so aus, als wenn du Max Out machen würdest, ne? Ja, Top Ace. So, ist als nächstes dran. Kevin. Scheint ein bisschen zerstört zu sein. Hier sein Rathaus. Er ist auch Farmer. Klarenburg steht sehr weit mittig. Der Barbarenkönig ist auch mittig. Sein dunkles Lager scheint auch gut für gefüllt zu sein. Auf 15.000. Ja, die Magiertürme stehen im Dreieck. Das ist super. Die Minenwerfer stehen auch im Dreieck. Kann er nicht vier haben? Oder übersehe ich gerade einen vierten Minenwerfer? Habe ich anscheinend übersehen. Nicht so nah ranzoomen. Gerade baut er auch den nächsten Minenwerfer auf 5 ab. Upgradet er gerade. Ja, die Magiertürme sind schon auf 6. Was ich dir noch empfehlen würde, die Mauern auf 7 zu machen und dann wäre das wirklich eine Top-Base.
Da musst du halt nur noch die Bogenschützentürme upgraden und die Kanonen. Okay, weiter in der Liste. Kevin, besuchen wir jetzt Jonas 11:30. Scheint ein bisschen zerstört zu sein. Ach Jonas, ich hab dir doch die Base gegeben, aber wieso hast du die umgebaut? Ja, Klarenburg ist schon mal gut, dass sie mittig steht. Der X-Bogen steht hier auch mittig. Er hat ja erst einen. Bahnkönig steht auch mittig. Bogey Queen auch. Oh, er hat eine Bogey Queen. Die Minenwerfer stehen auch super im Viereck. Wahrscheinlich hier ein Magier, Turm und hier. Ja, die stehen auch super im Viereck. Ja, das muss ich sagen. Die Base ist eigentlich in Ordnung. Ist auch Farmer. Ja, läuft. Gehen wir mal weiter in der Liste. Steve. Suchen. Eine Rathaus Level 7 Trophy Base. Okay, was kann man dazu sagen? Also die Minenwerfer, die stehen schon mal top im Dreieck. Magiertürme. Ich glaube, die Magiertürme würde ich lieber mit den Minenwerfern tauschen. Das ist sinnvoller, weil die einen besseren Schaden haben. Ja, Bogenschützentürme 5 und 6 ist in Ordnung. Ja, wenn die Bases zerstört sind, kann ich halt nicht so viel dazu sagen. Klarenburg weit mittig, das ist schon mal top. Ja, was baut denn der gerade aus? Anscheinend nichts. Ja, läuft. Wahrscheinlich ist er am Sparen oder so. Egal. Weiter. Jetzt besuchen wir Messi 366. Ach ja, Jonas. Eine Rathaus Level 6 Trophy Base. Lager scheint gut gefüllt zu sein. Na, so Info. 270.000 und da ist wahrscheinlich auch 270.000 drin. Ja, 270.000, also 540.000. Ja, also, was kann ich zu dieser Base sagen? Die Minenwerfer, das ist schon mal gut, dass sie weit mittig stehen. Weil ich würde diesen Magierturm mit der Kanone tauschen, weil der Magierturm dann etwas mehr geschützt ist, wegen der ist wichtiger, wegen dem Flächenschaden. Ja, sonst ist die Base eigentlich relativ gut. Baut gerade die Goldmine auf 8 aus. Der andere Bauarbeiter ist am Pennen. Und greift ihn ja an. Ja, ist auch eine ordentliche Taktik. So, wo ist denn Klarenburg außen? Ja, wenn man auf Rathaus Level 6 ist, da macht es noch nicht so viel Sinn, die Klarenburg reinzustellen. So, King of Jules, besuchen wir ihn mal. Ist auch Rathaus Level 6. Eine Farming Base. Klarenburg steht schon mal in der Mitte, ist top. Magierturm auch in der Mitte, ist auch top. Kann man nur einen Minenwerfer auf dem Level haben oder hat er den zweiten noch nicht gebaut? Ich meine, da kann man schon einen zweiten Minenwerfer haben, oder? Naja, egal. Luftabwehr steht mittig, ist auch gut. Der Magierturm wird gerade auf 2 geupgradet. Zauberspruchfabrik wird auch auf 2 geupgradet. Aber was ich langsam an deiner Stelle upgraden würde, sind die Mauern. Wegen die sind nachher wichtig. So. Weiter. King of Julius, wer kommt dann? Denn besuchen wir ihn. Ja. Rathaus Level 8 Farming Base. Was kann ich zu dieser Base sagen? Ja, also die Magiertürme sind gut positioniert. Im Dreieck. Die Minenwerfer sind auch im Dreieck. Der eine Minenwerfer gehört gerade ausgebaut. Ja, was ich dir empfehlen würde, die Base ein bisschen umzubauen, wegen die ist wirklich perfekt für Schweinereiter und Schweinereiter würden die Base wirklich schnell wegkanacken. Ja, aber sonst ist die Base eigentlich in Ordnung. Die Luftabwehren stehen ja auch im Dreieck, wobei, was würde ich denn? Die Luftabwehr, das gefällt mir nicht, dass sie da steht. Ja, aber die kann man irgendwie schlecht tauschen. Deine Elixierlager sehen auch prall gefüllt aus. Einfach auch schön. Ja, was kann ich noch dazu sagen? Also das Goldlager würde ich dann ja auch irgendwie überlegen. Du musst deine Base wirklich umbauen, damit das Goldlager auch da reinpasst. Deswegen ist schon auf Level 9. Da passt ja auch schon einiges rein. 100.000. Ja, das ist nicht so viel, aber besser als nichts. Okay, weiter. Denn, und als letztes besuchen wir John. Okay, Rathaus Level 6 Farming Base. Gerade gradet er sein Rathaus ab,
Lager prall gefüllt. Magiertürme stehen super. Minenwerfer meiner Meinung nach etwas weit außen, aber du gradest ja gerade den Rathaus ab und dann hast du sowieso nachher wahrscheinlich eine neue Base. Scheint doch alles maxed out zu sein, ne? Ja, alles maxed out. Level 4, Level 4, Level 7. Alles maxed out. Die Bogenschützen sind wahrscheinlich auf 3, ne? Ja, beides auf 3. Ja, was kann ich noch dazu sagen? Ist eine maxed out Base, Mauern maxed out. Sind die Bomben auch maxed out? Ja, ich glaube, gehen die auf. Ich glaube, die gehen nur auf Level 3. Bei Rats Level 6, ja, glaube ich schon. Ja, ich glaube mal, das war's mit unserer. Mit der klaren Vorstellung. Ja. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr es ja liken. Und falls euch unser ganzer Kanal gefällt, könnt ihr uns ja auch abonnieren. Ich würde mal sagen, das war's dann für heute. Ciao und bis morgen.